Simon Lahner ist angekommen in der Serie A. Seit diesem Sommer ist er wieder Südtirols einziger Erstliga-Profi, nachdem ein erster Anlauf vor 3 Jahren in Cagliari gescheitert war. Diesmal soll alles besser werden. Wir haben den Mittelfeldspieler aus Meran in seiner neuen Wahlheimat Peschiera besucht und uns mit ihm über sein Abenteuer mit Aufsteiger Hellas Verona unterhalten. Das ist ein bisschen wie meine zweite Heimat, nicht? Weil ich bin da von jungen aus da aufgewachsen als Fußballer. Und da viele Jahre verbracht und jetzt noch ein Aufstieg von letzten Jahr, was eine super Saison war. Das Jahr in der Serie A da in Verona zu spielen, ist sicher immens schön. Nicht? Für mich ist im Cagliari vor 3 Jahren die Chance gewesen, in Serie A zu spielen. Das Jahr hat sich wieder ist wieder vorgekommen, deswegen muss das Jahr sicher irgendwie klappen. Simon Lahner genießt die Zeit bei Hellas Verona. Smalltalk mit Stars der Szene, wie hier mit Weltmeister Luca Toni, gehören für den 29-Jährigen mittlerweile zum Trainingsalltag. Sein Status im Team ist unumstritten. Das verrät auch Abwehrspieler Alessandro Agostini, der Lahner noch aus seiner Zeit bei Cagliari kennt. Io Simon l'ho conosciuto a Cagliari. Wir haben bereits in Cagliari 1 Jahr zusammengespielt. Er ist ein außergewöhnlicher Typ, der sich im Training voll reinhängt und ein Vorbild für viele Mitspieler ist. Er ist ein absoluter Profi und gleichzeitig auch ein enger Freund von mir. Fleiß und Ehrgeiz rechnet ihm auch Trainer Andrea Mandorlini hoch an. Wenngleich er Lahner im bisherigen Saisonverlauf erst einen Kurzeinsatz gewährt hat. Im Moment komme ich jetzt nicht viel zum Einsatz, aber ich weiß es. Der Trainer mich glaubt und sicher mir irgendwie die Chance gibt, wo ich noch sicher gut machen kann. Im Moment die Mannschaft geht extrem gut. Wir sind jetzt auf dem 5. Platz, das ist noch früher. Deswegen, weil die Mannschaft da läuft, ist es schwer, dass der Trainer gleich wechselt. Und ich muss sagen, dass aber vielleicht da ist die Dimension von Verona ist das, was ich irgendwie auch gesucht habe und da mir verdient habe. Das Wort aufgeben kennt Simon Lahner nicht. Er lebt nach einem ganz bestimmten Motto, das er sich auf seiner Haut verewigen lassen hat. Das heißt einfach, dass man nie einen Look lassen soll. Das ist nie einen Look lassen. Das, was irgendwie das Motto von mir ist in meinem Leben, in meiner Karriere. Und das ist das, was zum Beispiel da ist ein Bild, was meine Freundin für mich gemacht hat. Letztes Jahr nach dem Aufstieg hat sie mir das gezeichnet und hinterher hat sie mehrere Artikel von anderen Zeitungen eingeschnitten. Da eben wechseln wir sich statt niemals locker lassen. So verbissen Simon Lahner im Training um einen Stammplatz kämpft, umso gelassener und cooler gibt er sich in seiner Freizeit. Er liebt gemütliche Spaziergänge mit seiner Freundin Roberta am Ufer des Gardasees. Zudem hat er sich einem ganz speziellen Hobby verschrieben. Die Vespa habe ich vor Jahren gekauft und ich habe mich schon im Kopf gehabt mit einem Kollegen, mit meinem besten Kollegen Hannes. Und ich oft ein bisschen rumgepaschelt mit den Motorradeln. Er selber hat einige Vespas und dann haben wir halt so mal gesagt, wir müssen jetzt mal eine Vespa kaufen, miteinander eine Runde machen. Ich denke, es ist schon gut, andere Interesse zu haben, weil im Fußball weiß man nie und man hört da früh auf, weil mit 35 Jahren hat man schon fertig. Deswegen habe ich allem gedacht, irgendwie mich in andere Sachen auszubilden. Deswegen habe ich angefangen zu versuchen, ein bisschen Schlagzeug zu spielen. Das ist ein bisschen mein Hobby, wo ich ein bisschen meine Tensionen von den Spielen, von den Trainings ein bisschen auspulvern kann. Und andere Hobbys, die ich in den letzten Jahren ein bisschen angefangen habe, war ein bisschen, bin zu einem Schuster gegangen, um zu lernen, wie man die Schuhe macht. Simon Lahner ist in vielerlei Hinsicht ein Fußballer der etwas anderen Art. Obwohl er bereits als Jugendlicher von zu Hause weggezogen ist, pflegt er eine enge Beziehung zu seiner Familie und seiner Heimat. Wenn einer irgendwie etwas erreichen will, muss er auch ein bisschen das Glück haben, irgendwie, dass er die Familie hinter sich hat, weil ich muss viel an meinem Vater und meiner Mutter, sie haben viel für mich getan. Ohne ihn war es sicher nicht leicht gegangen. Sie haben die, was mich das erste Mal zum Training geführt haben, die Spiele nach Bozen, zur Virtus Don Bosco, wo ich bis 14 Jahre geblieben bin. Und nachdem ich mit 15, 16 noch bin ich in Verona war und da die Jugendmannschaft gemacht. Aber vieles muss ich meiner Familie bedanken, auf jeden Fall, weil das sind die Ersten, die hinter mir sein. Dass ich da jetzt zum Beispiel in meinem Haus vieles von ihm habe, von Fotografien, was auf der Wand sein, von meinem Bruder.
von Getränke, es kann es Bier sein oder ein Speck und viele Sachen, was meine Verwandten mir auf da bringen. Und das Gefühl, was sie im Hand vor der Heimat dann bringe ich überall, wo ich gespielt habe, mit. Bevor es aber irgendwann zurück nach Meran zu seiner Familie geht, will Simon Lano in seiner Karriere nochmal richtig durchstarten und sich in einer der besten Fußballligen der Welt beweisen.